our main event, and it is a special No Holds Barred match. Und es geht los. Street Fight, No Holds Barred. Joe Legend, Murat Bosporus. Keine Regeln, keine Disqualifikation. Heute Abend wird der Braten aus der Röhre genommen, mein Freund. Ja, wenn du es so formulieren möchtest, in Ordnung. Wir hatten ja gerade ein No Disqualification Match mit den Ladies. Jetzt No Holds Barred. Da ist ja immer ins Regelkunde schauen, nicht der große Unterschied zu erkennen. Nicht wirklich, nicht wirklich. Heute ist es einfach alles ist möglich bei der Night in Motion hier in der Waggonhalle. Irgendwann werden wir schaffen, dass die Hütte eingerissen wird. Sehr schon recht baufällig, aber irgendwann, weiß ich nicht, da werden hier so die Wände wackeln, das wird die letzte Veranstaltung sein. Aber ich hoffe, wir werden noch viele Abende hier leben. Allerdings, wenn Murat Bosporus und Joe Legend da so weitermachen, dann weiß ich nicht, was hier im Main Event heute auch passieren sollte. Was hat Joe jetzt da geplant, Sinan? Da bin ich wirklich sehr gespannt. Beide auf jeden Fall hier prügeln sich in den Zuschauerringen und die Security muss die beiden auseinander. Er hat Echo! Echo Fresh. Er hat Echo! Echo Fresh und Murat Bosporus jetzt hier. Oh, doch, da können sich die beiden noch mal rauswinden. Murat mit dem Schlag jetzt hier gegen Legend. Da hatte der Echo gerade im Geiste schon ausgerappt. Manche mögen meinen, Murat Bosporus hätte es verdient. Dein Landsmann, Sinan. Es ist mein Landsmann auf dem Papier für uns, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Aktionen von Murat Bosporus, die er sich in den letzten Monaten geleistet hat, das hat nichts mehr mit Nationalität zu tun. Das ist einfach nur idiotisch. Und da muss er hier natürlich ganz klar die Quittung von Joey Legend bekommen. Echo Fresh, kein Problem. Echo Fresh hat gerade dafür gesorgt, dass Joey Legend da über die Seile nach draußen gestürzt ist. Während du noch da versucht hast, irgendwas gerade zu biegen, glaube ich, mit deinen Äußerungen. Ich habe nicht genau hingehört. Jedenfalls dieser Echo Fresh, wie er sich hier hineingefunden hat in die GSW, unglaublich, oder? Er wird immer frecher von Veranstaltung zu Veranstaltung. Also wirklich, Echo Fresh. Das Ganze war natürlich eine gewaltige
ein gewaltiger Publicity-Magnet für German Stampede Wrestling. Aber mittlerweile hat sich Echo zu einer Managergröße innerhalb der GSW gemausert, an der Seite von Murat Bosporus. Und ich muss wirklich sagen, seine ganzen unfairen Eingriffe und so, also am Anfang fand ich es ja ganz cool, dass so ein Promi aus der Bravo bei der GSW ist, aber mittlerweile muss ich schon sagen, oh, da wollte ich meinen Satz gerade zu Ende bringen und wurde auf unhöflichste Art und Weise von diesem Whip-In von Murat Bosporus unterbunden. Denn es geht erneut nach draußen. No holds barred im Main Event von Night in Motion, sold out. Richtig, no holds barred. Keine Grenzen, keine Regeln, keine Schranken. Oh, Murat jetzt hier, El Joe Legend vs. Don Echo mit den Chops. Unglaublich. Und Referee Tassilo Jung versucht, Echo Fresh abzuhalten. Und die Fans fordern Hausverbot für Echo. Richtig so. Werden so Konflikte gelöst bei euch in der Türkei? Es ist ja unglaublich, was sich Echo hier wieder rausnimmt. Also ich habe einen Konflikt noch nie auf diese Art und Weise gelöst. Ja, du bist ja auch ein Milchbubi. No DQ-Regeln gab. Richtig, dass hier überall in der Halle und auch außerhalb der Waggonhalle, also im Gelände der Halle sozusagen, der Pin voll erzielt werden kann. Und Echo Fresh hat Joey Legend jetzt hier in einem Sleeper holt. Unglaublich! Da muss Referee Test doch einschreiten. Doch der ist hier damit beschäftigt, Murat Bosporus hier zu belehren. Da hat Echo Fresh hier wohl Ringerunterricht. Die hinterhältigen Tricks wie ein Wiesel schleicht dieser Echo Fresh. Ein Iltis im Trainingsanzug. Richtig. Und da bekommt er hier mit seinem Kopf voran alle vier Ringecken des GSW-Rings zu spüren. Beziehungsweise drei hat er schon und jetzt folgt die vierte sogleich. Und da stürzt er bedröppelt und benommen zu Boden. Und Joe Legend will jetzt hier mit dem Vorarm-Smash direkt fortfahren. Kommt angelaufen, der Echo Fresh hält ihn am Bein fest. Das gibt's doch nicht. Hab ich jetzt nicht gesehen, muss ich sagen. Der Iltis im Trainingsanzug hat wieder zugeschlagen. Ich hab's nicht gesehen. Ja, das Silo Jung hat's nicht gesehen. Also im Zweifel für den Angeklagten. Tritt jetzt hier von Legend, wieder ausgekontert. Was wird das jetzt hier? Kick von Legend in den Stuhl, der von Echo bereitgestellt wurde. German Suplex von Murat. Die GSW Security hilft den beiden auf die Beine. Doch Joey Legend will keine Hilfe. Signalisiert, dass er keine Hilfe braucht. Von nichts und niemandem. Sein einziges Ziel ist es hier, Murat Bosporus zu zerstören. Aber Echo Fresh hält ihn jetzt hier am Bein fest. Unglaublich. Da schlägt er wieder zu. Ja, bei einem No-Holds-Barred-Match ist das doch eigentlich ganz clever. Joey Legend hätte sich doch auch jemand mit an den Ring bringen können. Und Murat signalisiert es hier seinem Manager. Er soll einen weiteren Tisch herbeiholen. Muss es denn sein, dass die beiden durch noch einen weiteren Tisch heute gehen? Weil das ist schon brutal genug, was wir gerade zu sehen bekommen haben. Wahrlich. Irgendwo muss auch mal Schluss sein. Ich weiß nicht, ob das für Echo Fresh spricht, aber die Zuschauer daheim machen sich ein eigenes Bild. Und Murat jetzt hier stellt den Tisch in die Ringecke ab und will Joey Legend jetzt hier wohl mit einem German Suplex dadurch befördern. Das wäre wirklich das Todesurteil. Absolut. Absolut. Aber Joey Legend kontert. Der Ring, beziehungsweise der Tisch steht dort bedrohlich in der Ringecke. Richtig. Derjenige, der hier durch den Tisch gehen muss, derjenige kann heute Abend schon mal das Zimmer im Krankenhaus reservieren. So viel steht fest. Gut-Wrench Suplex von Murat derweil. Elbow Drop jetzt hier. Jetzt setzt der Murat Bosporus auf den Tisch. Oh, oh, oh. Wird diese solide Platte. Ja, bei dem Gewicht, man weiß es nicht. Man weiß jetzt wirklich nicht, ob er Murat Bosporus jetzt hier. Ob Murat Bosporus liegt da auf dem Tisch wie ein Kugelfisch. Schau dir das mal an. Aber Echo Fresh schon wieder. Unglaublich. Das darf doch nicht wahr sein hier. Echo Fresh, wie oft will der denn noch eingreifen? Ich find's clever, muss ich ganz ehrlich sagen. Unglaublich. Und Murat, Belly to Belly. Und der Tisch bricht nicht. Der Tisch bricht nicht. Ich kann es auch selber nicht glauben, Sinan, ganz ehrlich. Da fliegt Joey Legend über den Tisch. Der Tisch bleibt heil. Und die Stimmung gegen Echo Fresh schlägt
in einen sehr negativen Bereich über. Solche Szenen habe ich mal zu Und jetzt Zeit. Aufweigt der Referee Tassilo Jung. Und Tassilo Jung geht auf Echo los. Und er geht auf Echo los. Der Catch-Doctor hat genug. Einer der routiniertesten Referees im Pro-Wrestling hat genug. Cover jetzt hier derweil von Murat. Das Ganze hat jetzt ja chaotische Dimensionen. Ja, aber Sinan, Echo Fresh ist doch legal hier mit am Ring. Es ist doch alles in Ordnung. Er ist ein Knopfhaus-Bandit. Er hat seine Hände. Hätte Joey Legend irgendwelche Freunde, hätte er auch jemanden mitgebracht. Er hat seine Hände vom Referee zu halten, Herr Bruns. Und nicht auf den Tisch, wie es sich vielleicht manche hier gewünscht hätten. Der Tisch weiter bedrohlich in der Ringecke. Und jetzt hier Ansatz, Hospital Job in der Mitte des Rings. Das müsste es gewesen sein. Nein, Echo Fresh macht sich schon wieder am Referee, Tassilo zu schaffen. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Verdammt nochmal, Echo muss raus. Tassilo Jung krempelt die Ärmel hoch. Er will ihn schlagen. Er möchte nichts lieber als ihn schlagen. Aber er ist der offizielle Mann hier im Match. Er darf es nicht tun. Oh, Low Blow. Low Blow von Echo gegen Tassilo. Das darf doch nicht wahr sein. Was will dieser Gnom sich denn noch erlauben? Lass doch mal den Echo in Frieden. Der hat schon viele goldene Schallplatten eingeheimst. Da bist du doch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, Sinan. Da muss doch jetzt jemand zur Hilfe kommen. Und will Echo den Gaussmann doch Murat von hinten mit dem Vorarm in den Nacken. Echo hat jetzt hier den Stuhl, will ihn wohl Legend überziehen. Was wird das jetzt hier? Oh, oh nein. Um Gottes Willen, das war so nicht geplant. Ich denke es auch nicht. Bro, mitten in die Weichteile von Echo. Und was wird das jetzt hier? Hör dir einfach die Worte an! Oh! Nach draußen geschleudert! Ich glaub's ja nicht! Da fliegt der Plattenmillionär hier durch die Waggonhalle in Marburg! Es ist nicht zu fassen! Es ist einfach nicht zu glauben, Sinan! Dieses Match hat einige üble Wendung genommen in den letzten Minuten. Wahrlich unglaublich. Er will Murat Bosporus zerstören. Ein für alle Mal. Oh, Running Elbow Smash mit dem Stuhl. Und der Sieg. An der Spitze von Jump Stampede Wrestling zu rechnen ist. Und er hat Murat Bosporus gezeigt, wer an diesem Abend der Herr der Wunden vorbei war. Hast du gehört? Du sollst jetzt nicht filmen. Hey, hier ist der VIP-Bereich. Hör auf zu filmen. Hörst du? Du sollst nicht filmen. Hör mal zu, wenn ich dich gleich erwische mit deiner scheiß Kalender. Du sollst nicht filmen!